Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zurückbegrüßen zur Tagung und zwar zum zweiten Panel Aktuelle Forschung und neue Perspektiven zu den sowjetischen Speziallagern. Wir haben es mit drei bzw. vier Referentinnen und Referenten zu tun, die aus neuen Projekten vortragen werden. Andreas Weigel zum einen, Frau Leontjeva, und die Kolleginnen und Kollegen Enrico Heitzer und Julia Landau. Und zwar zur Überlegung zur Heterogenität der Häftlingsgesellschaft und zur Bedeutung historisch-politischer Bildungsarbeit bei Herrn Weigelt. Zu sowjetischen Bürgern, auch das ein neues Thema, eher ein neues Thema in Speziallagern des NKVD und MWD der UdSSR in Ostdeutschland. Und Frau Landau und Herr Heitzer werden ein aktuelles Publikationsvorhaben, das heißt einen neuen Sammelband, vorstellen. Wir machen es so, das ist auch mit den beiden Veranstaltern so abgesprochen, dass wir zuerst die drei Vorträge hören und dann in die Generaldebatte eintreten werden. Bevor das passiert, darf ich Ihnen aber die genannten Referentinnen und Referenten im Einzelnen etwas genauer vorstellen. Zuerst wird, wie gesagt, Andreas Weigelt zu uns sprechen. Er ist promovierter Historiker, vielen von uns bekannt und vertraut als Leiter der Dokumentationsstelle der Gedenkstätte in Jamlitz im Ort Lieberose in Brandenburg. Er hat genau zu dieser Gedenkstätte vieles publiziert, vieles veröffentlicht. 2018 ist er hervorgetreten mit einem uns sehr vertrauten Buch, Die Verhaftungspraxis sowjetischer Geheimdienste in und um Bad Freienwalde in den Jahren 45 bis 1955. Das ist so ein bisschen noch mit Schwerpunkt dessen, was er mit dann vorstellen wird. 2015, und das darf ich mit besonderem Interesse und Schwerpunkt unterstreichen, nochmal deutlich machen, hat er veröffentlicht eine größere Studie Todesurteile sowjetischer Militärtribunale gegen Deutsche von 1944 bis 1947. Und zwar im Rahmen eines größeren Verbundprojektes mit dem Hannah-Arendt-Institut, dem ZZF in Potsdam und der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Und Herr Weigelt, und das ist das Neue jetzt an seinen Forschungen, sitzt gerade an der Überarbeitung dieses wichtigen Buches, was nächstes Jahr oder 2023 spätestens kommen wird. Ich darf Ihnen als zweite Referentin vorstellen, Frau Nadjeshda Leontjeva. Sie hat 2019 an der Staatlichen Lomonossow-Universität in Moskau die Magisterarbeit geschrieben über Speziallager des NKWD und MWD der UdSSR in Ostdeutschland 45 bis 50, und sie schreibt auch dazu momentan ihre Doktorarbeit eben an der Lomonossow-Universität. Sie ist in vielerlei Projekten eingebunden in Moskau, etwa in einem Archivprojekt als Mitarbeiterin. Da geht es um sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte, ein Projekt, wo auch das DHI in Moskau involviert ist. Sie ist außerdem und arbeitet außerdem als Redakteurin der großen russischen Enzyklopädie in Moskau. Und ihre Interessensschwerpunkte historischerseits liegen in der Aufarbeitung des staatlichen Terrors in der Sowjetunion nach 1945, liegen etwa bei der Geschichte des stalinischen Gulags und bei der Repatriierung sowjetischer Staatsbürger nach 1945. Ich darf Ihnen last but not least die beiden Veranstalter der Tagung vorstellen, nämlich Frau Landau und Herrn Heitzer, die uns ja eigentlich allen bekannt sind. Da hieß es eher, Eulen nach Athen zu tragen, als jetzt viele, viele Details auszubreiten. Ich werde es in Kürze trotzdem tun, noch einmal, weil sich das einfach so gehört. Beide sind natürlich promovierte Historikerinnen und Historiker. Beide haben ausführlich zum Stalinismus geforscht, haben publiziert. Frau Landau zuerst an der Ruhr Universität Bochum. Seit 2012 ist sie ähnlich wie Herr Heitzer als Kustodin angestellt im Bereich sowjetische Speziallager Nummer 2 der Gedenkstätte Buchenwald. Der Heitzer eben seit dem Jahr 2012 an der Gedenkstätte Sachsenhausen auch für das Speziallager. Herr Heitzer hat viele Bücher, viele Veröffentlichungen publiziert, etwa zum deutschen Widerstand, jugendlichen deutschen Widerstand nach 1945, hat, das ist bekannt, allseits bekannt, denke ich, das Buch über die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit geschrieben. Und beide werden vorstellen,
ein Buch über Speziallager im Kontext und haben vor 1,5 Jahren auch schon gemeinsam im Schatten von Nürnberg transnationale Ahndung von NS-Verbrechen einen Sammelband gemeinsam herausgegeben bzw. mitveröffentlicht. Das Wesentliche zu unseren 4 Referentinnen und Referenten. Wie gesagt, ich wiederhole mich dann nur einmal mehr. Wir werden zuerst alle 3 Vorträge hören und dann werden wir diskutieren. Bevor ich aber Andreas Weigel das Wort gebe, möchte ich nicht noch einmal versäumen, darauf hinzuweisen, dass Sie bitte die 15 Minuten Redezeit einhalten sollten. Wie gesagt, es wäre schön, wenn das so wäre, weil wir wollen auch noch ausreichend Zeit für die Diskussion haben, die bis 15 Uhr gehen wird. Andreas, du hast das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist mein erstes Webinar. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss hier so ein bisschen mit meiner Brille operieren, dass ich Sie sehe und mein Text, der hier vor dem Bildschirm liegt. Ich bin gebeten worden, Überlegungen zur Heterogenität der Häftlingsgesellschaft und zur Bedeutung historischer Bildungsarbeit bezogen auf die sowjetischen Speziallager in Deutschland vorzustellen. Ich möchte mich dabei auf die Erkenntnisse über das nicht verurteilte sogenannte Spezialkontingent oder Spezkontingent konzentrieren und dabei schwerpunktmäßig auf die zunächst größte Häftlingsgruppe eingehen. Um mich dem Thema annähern zu können, versuche ich 3 Fragen zu behandeln. Erstens, was war das Ziel der alliierten Vereinbarung der European Advisory Commission, der Europäischen Beratenden Kommission in London ab 1944? Zweitens, welche Grundsätze verfolgte die sowjetische Besatzungsmacht für die eigene Verhaftungspolitik in der SBZ? Drittens, spiegelt die Liste der Funktionen der zu Verhaftenden des NKWD-Geheimbefehls 315 vom 18. April 1945 die Zusammensetzung der Häftlingsgesellschaft der Nichtverurteilten in den Speziallagern wider. Abschließend möchte ich viertens kurz auf die Bedeutung der Erkenntnisse für das Gedenken und die historisch-politische Bildungsarbeit am Beispiel des Gedenkorts Jamlitz eingehen. Voranstellen möchte ich, dass die nun folgende zugegebenermaßen nüchterne Darlegung des bekannten Wissens nicht das Leid unter den extremen Lagerbedingungen und den Tod Zehntausender Inhaftierter relativiert oder gar rechtfertigt. Erstens, was war die Zielrichtung der alliierten Vereinbarung der European Advisory Commission in London ab 1944? Ein Jahr nach der Einigung der Alliierten auf eine bedingungslose Kapitulation Deutschlands zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges sei ein sowjetischer Entwurf für den EAC ab Februar 1944 für die alliierten Kapitulationsvereinbarungen 2 Gruppen von zu internierenden Personen vor. Zum einen alle Angehörigen der SA, Sicherheitspolizei und Gestapo sowie neben den Kreis- und Ortsgruppen auch alle Block- und Zellenleiter der NSDAP. Die zweite Gruppe umfasste die Reichs- und Gauleiter, alle an Raub und Zwangsverschleppung Beteiligten und alle Leiter der Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager. Ein britischer EAC-Entwurf vom 15. August 1944 war in der Intention identisch. Hinzu kamen hier ausdrücklich alle SS-Offiziere und auch die HJ-Funktionäre ab Stammführer. Die Sowjetunion nahm im November 1944 die SA- und SS-Angehörigen wieder heraus, da sie sie nun als künftige Kriegsgefangene behandelte. Ein amerikanischer Direktivenentwurf vom Januar 1945 betonte stärker die Internierung der gesellschaftlichen Eliten und ließ zum Beispiel die Block- und Zellenleiter heraus. Erst ab Ortsgruppenleiter sollten Funktionsträger automatisch interniert werden, natürlich alle SS- und Gestapo-Angehörigen, alle Offiziere des Generalstabs, alle Polizisten ab Leutnant sowie SA-Angehörige in Offiziersstellungen. Auch alle Ministerialbeamten, Bürgermeister in Stadt und Land und alle Sympathisanten in Schlüsselpositionen von Staat, Wirtschaft, Handel, Bildung, Justiz und Presse sowie alle Richter und Staatsanwälte des Volksgerichtshofs gehörten hierzu. Erstmalig wird zudem ein Passus formuliert, der als sogenannte Gummiklausel im August 1945 Eingang in den Wortlaut des Potsdamer Abkommens finden sollte. Zu verhaften seien nämlich auch, Zitat, alle Personen, die in Freiheit bleibend die Verwirklichung der Ziele ihrer Militärregierungen gefährden. Damit waren eindeutig Handlungen und Haltungen gemeint, die nicht mehr mit der Zeit des Nationalsozialismus in Zusammenhang standen.
Am 23. März 1945 hieß es dann in einem amerikanischen Memorandum wörtlich: Naziführer und einflussreiche Nazi-Unterstützer und andere Personen, die gefährlich für die Besatzung und ihre Einrichtungen sind, sollen festgenommen und interniert werden. Die sowjetische Seite benutzte solche Formulierungen zunächst nicht. Im Oktober 1944 betrat die Rote Armee deutsches Reichsterritorium und verdoppelte im Januar 1945 den Sicherheitsapparat an den Fronten. Die zwei folgenden NKWD-Befehle, die sich auf das Sicherheitsverhalten gegenüber der deutschen Bevölkerung in den eroberten Gebieten beziehen, der NKWD-Befehl 16 vom 11. Januar und 101 vom 22. Februar 1945, behandeln die Internierung der in der EAC behandelten Personengruppe nicht, da die Deutschen zu diesem Zeitpunkt noch als zu deportierende Arbeitskräfte betrachtet wurden. Erst der im Zusammenhang mit der bevorstehenden Okkupation der künftigen sowjetischen Besatzungszone westlich der Oder-Neiße-Linie herausgegebene NKWD-Geheimbefehl 315 vom 18. April greift wieder auf die EAC-Kategorien zurück. Die nach diesem Befehl in den zu schaffenden festen Speziallagern zu internierenden Personenkreise lauten: erstens aktive NSDAP-Mitglieder, zweitens Führer faschistischer Jugendorganisationen auf Gebiets-, Stadt- und Kreisebene, drittens Gestapo, SD und sonstige Straforgane, viertens staatliche Leiter auf Gebiets-, Stadt- und Kreisebene sowie Redakteure und antisowjetische Autoren. Diese Kategorien der automatisch, also ohne Vorliegen individueller Schuld, zu verhaftenden zweitrangigen deutschen Verantwortungsträger, die weitgehend mit dem dann Spezialkontingent genannten Personenkreis identisch sein würden, stimmen wieder mit der Position der Sowjetunion bei der EAC ab Februar 1944 überein. Die Festnahme dieser Person bedeutete keine juristische Strafe oder als Veränderung der deutschen Gesellschaft durch aktive Entnazifizierung in Form der personellen Ausschaltung des Nationalsozialismus als Kriegspartei und politische Bewegung betrachtet. Sie befriedigte zugleich das Sicherheitsbedürfnis der noch für unbestimmte Zeit als Besatzungsmacht im besiegten Deutschland stationierten Roten Armee. Dieses Bedürfnis teilten alle Besatzungsmächte. Auch spätere Funktionen wie den Einsatz von Verhaftungen und Verurteilungen zur Machtdurchsetzung der KPD-SED kann hier nicht eingegangen werden. Zweitens, welche Grundsätze verfolgte die sowjetische Besatzungsmacht für die eigene Verhaftungspolitik in der SBZ? Der Nationalsozialismus war die bisher stärkste und wirkungsvollste antikommunistische Bewegung. Als rassistische Bewegung ging sie zudem im Zweiten Weltkrieg weit über die Bekämpfung eines nur politischen oder militärischen Gegners hinaus. Sie zerstörte seit 1941 den kommunistischen Staat. О гораздо более серьезных вещах. С 41 года Германия пыталась things from 1941. Und gesteuerte deutsche Armee kam bis kurz vor Moskau. Mordbefehle gegen kommunistische Funktionäre und gegen die jüdischen Einwohner des sowjetischen Staats bezeugen in ihrer Einheit das Ziel der Vernichtung der jüdischer Bolschewismus genannten kommunistischen Gesellschaft als wirkende politische Kraft in Europa. Bereits seit 1943 setzten praktisch juristische Vergeltung und Abrechnung für die menschlichen und ökonomischen Verluste von sowjetischer Seite ein, ab 1945 auch von Westalliierten. Der Befehl 315 beendete die Massendeportation deutscher Zivilisten als Reparationspfand und gab der Geheimpolizei Handhabe zur Ausschaltung der niedrigrangigen Funktionsträger der NS-Partei und des Staates durch ihre nahezu totale Isolierung in Speziallagern. Die dann zahlreichen Verhaftungen von Hitlerjugendlichen, meist bereits ab Jungenschafts- oder Fähnleinführer oder auch ganz ohne Funktionen, und nicht wie im Befehl 315 gefordert, erst ab Funktionen auf Ortsebene, hat mit der Verknüpfung der militärischen Jugendausbildung mit Versuchen zur Formierung von Untergrundkämpfern für die Zeit der sowjetischen Besetzung seit dem Herbst 1944 in Wehrertüchtigungslagern der HJ zu tun, die von der NS-Führung als Wehrwölfe bezeichnet wurden. Der sowjetischen Geheimpolizei war dieser Zusammenhang zwischen Volkssturmausbildung, Wehrertüchtigungslager und geplantem Wehrwolf bekannt. Deshalb wurden viele There were attempts to form resistance
Drittens spiegelt die Liste der Funktionen der zu Verhafteten, der zu Verhaftenden des NKWD Geheimbefehls 315 vom 18. April 1945 die Zusammensetzung der Häftlingsgesellschaft der Nichtverurteilten in den Speziallagern wider. Ich beschränke mich hierbei auf die bedeutsamste Gruppe, die der aktiven Nationalsozialisten. Bemerkenswert ist ein Archivfund im Stadtarchiv Cottbus. Die dortige politische Polizei listete die von ihr festgenommenen deutschen Zivilisten nach Kategorien auf, bevor sie sie in das innere Gefängnis des NKWD im Cottbuser Amtsgerichtsgefängnis übergab. Eine Statistik zu 377 bis zum 1. Oktober 1945 übergebenen Personen verwendet 27 Haftkategorien, die verblüffend jenen auch im Speziallager Jamlitz geführten Haftgründen in den sogenannten Halbmonatsberichten auf Grundlage des Befehls 315 ähneln. Es dominierten in der Polizeistatistik der Stadt Cottbus, wie im Lager Jamlitz, die niedrigen Funktionen der NSDAP. Es muss also, das könnten weitere regionale Studien untersuchen, eine relativ genaue Instruierung für die vom NKWD als Hilfspolizei bei den Verhaftungen einbezogenen frühen ostdeutschen Polizeistrukturen gegeben haben. Die Analyse der Haftvorwürfe des Speziallagers Nummer 6 Jamlitz Mitte September 1945 ergibt, dass die für den Befehl 315 zentrale Kategorie die der Leiter und aktiven NSDAP-Mitglieder die größte Häftlingsgruppe ausmacht. Sie betrug im Oktober 1945 sogar 72,5% der Gefangenen, vor allem in den Geburtsjahrgängen vor und um 1900. Natalia Jeske und Jörg Moret geben für Anfang 1946, zum Zeitpunkt des Verbots, diese Kleinfunktionäre in die Speziallager aufzunehmen, an, dass sie in allen Speziallagern etwa 80% der Insassen ausgemacht. Für Ende Oktober 1946, die Aufnahme niedriger NSDAP-Funktionäre war bereits seit 10 Monaten eingestellt, gibt Natalia Jeske noch 51% aktive Nationalsozialisten für alle Speziallager an. Es erhöhten sich in Jamlitz die Anteile der Kategorien staatliche Leiter, Zeitungsredakteure, Journalisten, Polizei, Gendarmerie, Volkssturm, SSSA und Leiter von Ostarbeiterlagern, die nun zusammen knapp 26% umfassten. AJ und BDM-Mitglieder stellten nie mehr als 3-4%. Die Kategorien Gestapo, SD, SS und SA zusammengefasst machten im Höchstfall 13% aus und die Kategorien Abwehr, Gendarmerie, Polizei und Volkssturm zusammen stiegen von anfangs 5 auf 13% zur Zeit der Höchstbelegung im Januar 1947. Die Kategorien Sonderführer, Mitarbeiter in KZ und Gefängnissen sowie Teilnehmer an Judenpogromen waren zusammen mit der Kategorie Leiter auf Gebiets-, Kreis- und Ortsebene sowie Bewacher von Ostarbeiterlagern eine geringe Größe unter 5% zur Zeit der Höchstbelegung. Vera Neumann hat 1998 für das Speziallager Buchenwald zu einer repräsentativen Auswahl im Lagerjournal aufgeführten Inhaftierten in der Hälfte der Fälle Haftvorwürfe mit Bezug auf NSDAP-Funktionen oder Mitgliedschaften festgestellt. Bei 40% dieser Personen ließen sich anhand von überlieferten NS-Unterlagen in öffentlichen Archiven die Vorwürfe bestätigen. Weitere 40% waren zumeist als Blockleiter inhaftiert worden und konnten vollständig zumindest als NSDAP-Mitglieder identifiziert werden. In der NSDAP-Mitgliederkartei des Bundesarchivs sind jedoch die Parteifunktionen nur äußerst selten vermerkt. Bemerkenswert ist auch ihr Ergebnis, wobei bei den nach der ersten Entlassungswelle im Sommer 1948 in Buchenwald weiter festgehaltenen deutschen Zivilisten bei 46% Vorwürfe in Bezug auf Taten in der Sowjetunion zugrunde lagen. In meiner Studie zu den Haftgründen der in und um Bad Freienwalde noch nach 1945 festgenommenen deutschen Zivilisten, die ohne Verurteilung in Speziallager eingewiesen wurden, wurden 245 Personen untersucht, deren Haftweg durch mehrere Speziallager ging. Bei 232 waren Haftvorwürfe unmittelbar, wovon 123 Haftgründe sich auf Funktionen und Handlungen der NS-Zeit bezogen, also 53%. 106 Vorwürfe bezogen sich auf die Übergangszeit zwischen Krieg und Frieden und betrafen vor allem die Anführer und Erlehrer. Die inhaftierte Zivilisten sind wegen widerständischer Handlungen gegen die Besatzungsmacht festgestellt worden. Anhand deutscher NS-Unterlagen, vor allem im Bundesarchiv, waren bei den 148 Personen der Gesamtgruppe im NSDAP eintrittsfähigen Alter, also bis 1927 geboren, für 124 und somit 83%
NSDAP-Mitgliedschaften nachweisbar. Das ist weitaus mehr als der Anteil aller NSDAP-Mitglieder bezogen auf die eintrittsfähige Gesamtbevölkerung zwischen 33 und 45. Demnach haben die sowjetischen Verhaftungsorgane deutsche Zivilisten gezielt nach Mitgliedschaften in der NSDAP und ihren Gliederungen festgenommen. Bezogen auf die 124 NSDAP-Mitglieder unseres Beispiels sind mit 23 vor 1933 eingetretenen Inhaftierten immerhin 18,5% laut Nazi-Terminologie als alte Kämpfer anzusehen, also nahezu jeder Fünfte. Bis Ende 1932 waren bereits 1,2 Millionen Deutsche der NSDAP beigetreten, also alte Kämpfer. Am 1. März 1933 wurde die Mitgliedsnummer 1.497.581 angegeben. Rechnet man mit den beiden letztgenannten Zahlen, so waren rund 14,7% aller jemals der NSDAP beigetretenen Deutschen eben alte Kämpfer. Die sowjetische Geheimpolizei hat also nach 1945 überdurchschnittlich viele alte Kämpfer im Raum Bad Freienwalde als aktive Nationalsozialisten ohne Verurteilung und Speziallagern inhaftiert. Aufgrund dieses Beispiels, das sich in anderen Lokalstudien sicher bestätigen ließe, kann von einer gezielten Suche des NKWD nach niederrangigen NS-Funktionären und auch den ohne Funktionen aktiven Nationalsozialisten ausgegangen werden. Zur Frage der Heterogenität der Häftlingsgesellschaft gehe ich kurz auf die Frage der Belastung durch tatsächliche Kriegs- oder Menschlichkeitsverbrechen unter dem Spezialkontingent ein, ohne damit eine abschließende Wertung zu verbinden. Bekanntlich sind aus allen Speziallagern Internierte an die operativen Sektoren des NKWD-MWD überstellt worden. Viele von ihnen kehrten nicht zurück, sondern sind von SMTs verurteilt worden. Enrico Heitzer bereitet eine Studie zu in Sachsenhausen inhaftierten deutschen Besatzungssoldaten in Norwegen vor, die wegen dort begangener Verbrechen gegen sowjetische Kriegsgefangene von SMT zu Todes- und Zeitstrafen verurteilt wurden. Zu den Nachverurteilten aus dem Spezialkontingent gehört auch die erste Frauenlagerführerin des Frauenlagers Jamlitz, Hildegard Kresanek, die mit dem Vorwurf eingewiesen wurde, Arbeiterin in einem Lager für Frauen aus den von den Deutschen besetzten Ländern. В отношении нее было выдвинуто обвинение, что она Russian camp. She faced the charge. Registerkontrollakte bewertete man diesen Vorwurf offenbar neu und ein SMT verurteilte sie zu 15 Jahren Lagerhaft mit folgender Begründung. Um das eigene Leben zu retten, meldete sie sich freiwillig während ihres Lageraufenthalts in Auschwitz freiwillig für die Arbeit in der Sanitätsabteilung des Lagers. 1943 wurde sie als Leiterin eines Arbeitskommandos eingesetzt, in dem sich 450 Frauen aller Nationalitäten befanden. Für schlechte Arbeit prügelte sie diese Frauen systematisch. Während ihrer Arbeit in der Sanitätsabteilung des Lagers übernahm sie von der Lagerkommission Frauen und Kinder, die für die Vernichtung vorgesehen waren, und schickte sie in die Gaskammern. Insgesamt wurden durch sie in dieser Zeit auf Beschluss der Lagerkommission 450 Kinder und über 1000 Frauen in die Gaskammern geschickt. Im Speziallager Mühlberg machte die Geheimpolizei 5 Inhaftierte ausfindig, die bis 1945 als Polizisten im Polizeibataillon 304 Chemnitz gedient hatten und deren Verbrechen zum Zeitpunkt der Festnahme nicht bekannt waren. Während im NKWD-Gefängnis Kassberg in Chemnitz sowjetische Vernehmer die Beteiligung von mehr als 100 in Untersuchungsgefängnis inhaftierten Angehörigen dieses Bataillons an Massenmorden in Südrussland gegen Juden, Kranke und andere Einwohner ganzer Landstriche untersuchten, wurden auch deren Namen genannt. Erste Vernehmungen fanden bereits im Speziallager Mühlberg statt. Ein anderer Täter des Holocaust, der Berliner SS und Einsatzgruppenangehörige Kurt Trimborn, wurde vom NKWD nicht als solcher erkannt und war unter anderem in Jamlitz inhaftiert. Er ist in Waldheim 1950 lediglich wegen seiner SS-Mitgliedschaft zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht München hat ihn deshalb 1971 wegen seiner Teilnahme am Kranken- und Judenmord zu 4 Jahren Haft verurteilen können. Beide Strafen verbüßte er nur teilweise. Die Vielschichtigkeit der Häftlingsgesellschaft spiegelt sich auch in den wenigen besonderen Entlassungen aus den Lagern wider, etwa der des Schauspielers und Regisseurs Gustav Gründgens aus Jamlitz und der des Mitbegründers der Kommunistischen Partei Ungarns und der Tschechoslowakei und des Überlebenden des KZ Buchenwald Georg Kraus aus Torgau. Viertens, folgende Erkenntnisse für das Gedenken und die historisch-politische Bildungsarbeit am Beispiel des Gedenkorts Jamlitz. In den Kontakten und Korrespondenzen mit Betroffenen und Angehörigen haben sich, auch
unter Hinzuziehung privater Unterlagen und Dokumente in den meisten Fällen die sowjetischen Vorwürfe, die ja überwiegend nur in Angaben zur Funktion während des Nationalsozialismus bestehen, bestätigt. In der Beauskunftung, in Führungen für Familien oder bei Gesprächen am Rande von Gedenkveranstaltungen und in der allgemeinen Bildungsarbeit werden die Vorwürfe besprochen. Die nächste und übernächste Generation von Angehörigen der Inhaftierten geht damit bereits sehr transparent um und benennt die Tatsache etwa des Engagements für die Nazis oder als Nazi in den Gesprächen. Und dennoch wird über den Tod der Angehörigen getrauert. Von unserer Seite werden die menschenunwürdigen Zustände in den Lagern angesprochen und in Ausstellungen und Publikationen benannt und kritisiert. Die Speziallager werden als ein Resultat des Kriegs und der infolgedessen verlorenen Souveränität im Umgang mit den Verbrechen von Deutschen während des Nationalsozialismus eingeordnet, ohne das Leid und das Massensterben in Jamnitz zu negieren, aber auch ohne diese Sachverhalte als alleinigen Ausfluss des sowjetischen Stalinismus zu bewerten. Die Geschichte der Speziallager wird auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Zeitzeugenberichten und Interviews und in Absprache mit den Nutzern unserer Angebote behandelt. Wissenschaftliche Erkenntnis steht dem Gedenken nicht im Weg und umgekehrt. Der Besuch der Massengräber und des Waldfriedhofs für die Gestorbenen in Jamnitz schließt nicht das Nachdenken über die Gründe für die Inhaftierung aus. Die Angehörigen sprechen es immer von selbst an. Sollte Jamnitz in absehbarer Zeit Teil der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten werden, bleibt das Speziallager Jamnitz Bestandteil des Gedenkens und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Es gibt viele weitere Aspekte, die in die Bildungsarbeit einfließen können. Kurt Noack, Häftling in Ketschendorf, Jamnitz und Buchenwald, den wir vor wenigen Wochen beerdigt haben, schrieb im Vorwort zum Totenbuch Jamnitz: Weil Hitler den von ihm mit Krieg überzogenen Völkern unvorstellbares Leid zufügte und nach Moskau griff, kam Stalin nach Berlin. In Jamnitz stehen zwei Open-Air-Ausstellungen nebeneinander auf dem früheren Lagergelände, die zum KZ-Außenlager Liebe Rose 1943 bis 1945 und die zum sowjetischen Speziallager Nummer 6 Jamnitz 1945 bis 1947. Als sie 2003 eröffnet wurden, hat aus beiden Lagern ein Überlebender zu den Gästen gesprochen. Einer war Kurt Noack, der andere Chaim Chodorkowski aus Israel. Wir haben vor einigen Jahren einen zweiständigen Hörweg zu 100 Jahren Jamnitzer Geschichte gemacht. Bahnhofsgeschichte, Künstlerkolonie, KZ, Speziallager, sowjetischer Truppenübungsplatz und die Zeit bis heute, in dem vor allem Zeitzeugen zu Wort kommen, die wir interviewt haben. Darunter auch Klaus Fährmann, der als Jugendlicher 1945 in Liebe Rose festgenommen wurde. Er verblüffte uns 2014 mit seinem Satz: Im Grunde fühlten wir uns eben ungerecht festgenommen, aber sahen alles immer noch als Folge des verlorenen Krieges. Wir haben den Krieg verloren. Alfred Damm aus Liebe Rose war ein Jahr älter als ich. Wir haben uns häufig unterhalten. Der hatte mir gesagt: Wir zahlen die Zeche für unsere Väter. Na, wir zahlen jetzt die Zeche, ja. Und das stimmte ja auch. Jugendliche, mit denen wir Ausstellungen oder Gedenkveranstaltungen vorbereiten, können eigene Auffassungen von dieser Lagerzeit ausprägen. Nicht selten gibt es mindestens einen Jugendlichen, der oder die von einem Inhaftierten in der Familie oder am Wohnort weiß. Das Thema ist hier landeinwärts präsent und Jamnitz weitum als zweifacher Lagerstandort bekannt. Vielen Dank. Dankeschön, Andreas Weigelt. Um ein Haar hätte ich eingegriffen, lieber Andreas, weil leicht die Zeit gerissen worden ist. Mit Blick auf die Uhr, ja, du weißt, wir haben ja bis 15 Uhr nur Zeit, aber besten Dank für deinen Vortrag. Und wir starten gleich weiter, Frau Leontjeva, mit Ihnen. Und zwar zu dem Thema sowjetische Bürger in Speziallagern des NKVD, MVD der UdSSR in Ostdeutschland, Quellen und Methoden der Forschung. Ich hatte Sie bereits vorgestellt. Sie haben das Wort. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступить. Я покажу небольшую презентацию также. Я коротко расскажу о результатах своего исследования и именно вот этого аспекта истории спецлагерей советского контингента спецлагерей. Я думаю, что ни для кого не секрет, что по разным причинам в историографии, в общем-то, тема советских граждан в спецлагерях, она не является первостепенной.
она является такой в значительной степени маргинальной. И, в общем-то, это объяснимо, да, потому что советские граждане составляли меньшую часть заключенных спецлагерей, они находились там не так долго. Здесь представлены общие цифры, то есть всего их было чуть больше 34 тысяч человек. Да. Конечно, это в несколько раз меньше, чем немцев, которые содержались в спецлагерях. Но, тем не менее, с моей точки зрения, вот те источники, которые есть в распоряжении следователей сейчас, и те методы, которыми мы обладаем, статистического анализа, метод анализа баз данных, они дают возможность в какой-то степени восполнить пробел в наших знаниях о том, что же представлял из себя советский контингент спецлагерей, и дают возможность сделать некоторые выводы о том, собственно, в чем вот были особенности, если они были, вот функционирование спецлагерей именно как место содержания советских граждан. Да? Естественно, здесь речь в основном идет об осужденных, потому что среди них подавляющее большинство составляли осужденные, да? Более 28 тысяч человек из 34 тысяч человек. А здесь представлена, это известные тоже данные, общая динамика численности всех заключенных спецлагерей. Ну, она известна, я на ней не буду останавливаться, а вот если мы посмотрим на советских граждан, то здесь следующая ситуация. Да? В основном большая часть советских граждан, которые содержались в спецлагерях, они содержались там в 1945-1946 году, и вот более 20 тысяч человек были вывезены с приговорами, были вывезены из спецлагерей как раз для отбывания наказания в лагеря ГУЛАГ. То есть уже тот контингент, который содержался там позже, 1947-48 год, он был... Personen, die im Jahre 47 und 48 in den Speziallagern verblieben, war unbedeutend. Und die Daten, mit denen ich arbeite, betreffen die Häftlinge, die im Jahre 45, 46 und zum Teil auch 47 in diesen Lagern sich befanden. Welche wichtigen Probleme habe ich vor mir gesehen? Erstens, die Frage der Quellen. Welche Quellen geben uns die Möglichkeit, irgendwelche Schlussfolgerungen zu machen über das Kontingent, über das sowjetische Kontingent in den Speziallagern, ob es Strafverfahren waren, ob es Militärs waren oder auch Zivilpersonen, ob es Personen waren, die im Rahmen des Artikels 58, also antisowjetische Tätigkeit, verhaftet worden sind. Also was war die Spezifik der Speziallager? Mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, habe ich diesen Weg eingeschlagen. Es wurden ich habe mich mit den Etappenlisten auseinandergesetzt. Und zwar ging es um die Personen, die aus den Speziallagern abtransportiert wurden in die Lager des Gulag-Systems. In diesen Listen, das waren fast 24.000 Personen, was ich feststellen konnte, das war ein bestimmtes statistisches Verfahren, das ist beschrieben in meinen Publikationen und insgesamt sind es die Daten über etwas mehr als 7.000 Sowjetbürgern. Das ist eine typische sogenannte Etappenliste. Der Name, das Geburtsjahr, die Nationalität und in welches Lager des Gulag-Systems wurde diese Person abtransportiert. Die meisten Etappen kamen zustande aus Togal oder aus dem Gefängnis Frankfurt-Oder, obwohl wir wissen, dass nicht nur in diesen Lagern die sowjetischen Staatsbürger aufgehalten und inhaftiert waren. Und
Das waren die Daten aus den offenen Quellen, die Datenbanken, die Daten über die Opfer der Repressalien beinhalten, diejenigen, die verurteilt worden sind im Rahmen des Artikels 28, also antisowjetische Tätigkeit. Und jetzt werde ich kurz Ihnen schildern, welche Ergebnisse man ziehen könnte aus der Bearbeitung dieser Daten. Natürlich sind diese Daten nicht ausführlich, weil ich jetzt nur mit einer bestimmten Auswahl der Daten arbeite. Also einige Zehntausende Menschen, beziehungsweise die Daten über einige Zehntausende Menschen zu bearbeiten, das ist schon eine zu umfangreiche Aufgabe für einen einzelnen Forscher. Ja, das sind die Daten, die ich habe bearbeiten können aus der Datenbank der sowjetischen Kriegsgefangenen, beziehungsweise aus den sowjetischen Häftlingen der. Der Dolmetscher bittet um Verzeihung, aber die Referentin ist leider nicht zu hören. Dann warten wir einen Moment, dass es weitergehen kann. Wir können ja auch anbieten, dass wir die Präsentation zeigen. Wir haben die auch. Das vielleicht belastet das die Leitung nicht so. Olga, könntest du das machen? Dir das im Chat anbieten? Dann würde ich das aufmachen. Ja, ich versuche das zu machen. Dankeschön. Hast du Zugriff auf die Präsentation? Ja, gut, ja. Super. Das war, glaube ich, die nächste Folie, Herr Heitzer. Ja, ich glaube, hier ist sie hängen geblieben. Herr Heitzer, wenn Sie einspringen wollen, müssen Sie das Mikro lautstellen bei sich. Ach so, ich wollte nur wissen, ob schon absehbar ist, ob sie zurückkommt. Okay, ja. Ich hoffe jetzt, dass Sie mich hören können. Ja, wir können Sie hören. Слышно? Да. Ja, ich werde dann jetzt ein bisschen kürzen, aber nichtsdestotrotz. Ja, wenn ich zurückgreife auf das Thema. Dann werde ich mich kurz fassen, weil die Zeit relativ knapp ist. Dann werde ich Ihnen die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Datenbank zeigen, also nur einzelne Punkte. Was sind die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Thema, beziehungsweise welche
Charakteristika des Sowjetkontingents können wir feststellen können. Das sind die wichtigsten Artikel des Strafgesetzbuches. 193, also das sind unterschiedliche Verbrechen, die die Soldaten verüben können, und eine ganze Reihe von den Verbrechen im Rahmen des Artikels 58, also die Antirevolutionstätigkeit. Die meisten wurden für Hochverrat verurteilt, also nicht für die Spionage oder Ähnliches, sondern für Hochverrat. Das waren die Militärs, wie gesagt, und wenn wir summa summarum diese Kategorien betrachten, dann ist es über die Hälfte der Sowjetbürger in den Speziallagern, die im Rahmen dieses Artikels verurteilt wurden. Was die altersmäßige Verteilung angeht, so gibt es hier keine Überraschungen. Das waren natürlich sehr junge Personen zwischen 19 und 21. Und das ist erklärbar natürlich, weil es Personen waren, die zu Spezialarbeiten in die weitentfernten Lagern von Gulag abtransportiert wurden. Das war rein ökonomisch sinnvoll für Gulag. Und nach den Daten, die ich habe finden können, sind es höchstens ein halbes Jahr im Laufe dessen die Person im Speziallager verweilte. Und wenn jemand verhaftet wurde, also rein juristisch verhaftet wurde, dann befand man sich im Gefängnis von NKWD, und erst dann wurde dann man im Speziallager platziert. Und das sind die Daten darüber, wohin diese Personen abtransportiert wurden. Das kann auch von Interesse werden. Das sind meistens die großen Lager von Gulag. Insbesondere ist es das Lager Volkuta, Ostural. Das waren die Lager, die sich mit dem Holzeinschlag beschäftigten, wo man ständig einen Zufluss von Arbeitskräften erforderte. Das Kontingent, das aus dem Speziallager abtransportiert wurde, betrug fast ein Viertel des ganzen Kontingents, das damals hier dort im Lager arbeitete. Und einige Worte noch über die Frauen in den Speziallagern. Ihre Zahl war nicht besonders hoch. Der Anteil belief sich auf höchstens 2,5%. Aber es ist bemerkenswert, dass diesen Frauen meistens konterrevolutionäre Verbrechen vorgeworfen wurden. 84% der Fälle machen das aus. Sie sehen hier die Aufteilung der Gerichtsurteile. Die meisten bekamen 10 bzw. 25 Jahre Haft. Die letzteren Frauen verbüßten ihre Haftstrafe in Dalstroy-Lagern, in dem Aldansky-Arbeitsbesserungslager. Das waren also sehr harte Haftstrafen seitens der SMTs wegen Hochverrat. Und mein letzter Punkt an dieser Stelle: als ich diese Daten bekam, konnte ich noch einige weitere Belege dafür finden. Ich wollte das einigermaßen vergleichen. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob das korrekt ist, aber ich versuchte, einige Erinnerungsdaten zu vergleichen. Das sind Erinnerungen einer Person, die in Torgau inhaftiert wurde. Wladimir Talmy war ein Dolmetscher und Übersetzer bei der SMAD. Er bekam 25 Jahre Haft und verbüßte seine Haftstrafe in Südkuspas, im Kuznetskbecken. Und er zeichnet auch so ein Gesamtbild, was ich interessant finde, dass das mit meinen Daten zusammenfällt.
Ich habe diese Daten durch die Analyse der Quellen erhalten und nun haben wir einen Zeitzeugenbericht. Er schreibt, fast alle in unserem Waggon waren ehemalige Militärangehörige, von Soldaten bis hin zum Obersten. Sie hatten zwischen 3 und 25 Jahre Haft bekommen. Die Verbrechen waren entweder ein kleiner Diebstahl bis hin zu antisowjetischer Agitation und Propaganda bzw. Hochverrat. Aber Hochverrat bedeutete alles Mögliche, Kollaborationismus zum Beispiel oder einfach enge Kontakte mit deutschen Frauen. Es gab auch richtige Verbrecher, die richtige Straftaten begangen hatten. Das ist also eine sehr ambivalente und heterogene Gruppe gewesen. Und diese Daten fallen, wie gesagt, zusammen. Und abschließend ein paar kurze Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse, die ich bekommen habe, ich habe da vieles ausgeklammert, aber diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die sowjetischen Bürger in den Speziallagern sich nur zeitweilig aufhielten. Für sie war das nur eine Übergangsstation. Nach dem Gerichtsurteil musste man sich ja irgendwo unterbringen, bevor ihre Abreise in die Sowjetunion. Man brauchte diese Arbeitskraft ja zu Hause in den Gulag-Lagern der Sowjetunion. Und trotzdem sehen wir da einen repressiven Charakter dieser Speziallager. Es gab, wie gesagt, sehr viele Menschen, die wegen Paragraphen 58 verurteilt wurden, fast die Hälfte meiner Auswahl. Man könnte zu diesem Thema weiter forschen und zwar auch andere Quellen heranziehen, zum Beispiel Lagerlogbücher, Lagerlisten. Sie können unsere Lücken momentan auffüllen. Und mein dritter Punkt, das sind wichtige Statistiken, die wir heute mit den neuen Datenbank-Suchmasken bekommen können. Zum Beispiel Geschlechtsstruktur, Altersstruktur, Nationalitäten, Verbrechen, Vorwürfe und so weiter. Diese statistischen Daten sind vielleicht für die russische Geschichtsschreibung aktueller, aber man kann schon viel über die Nachkriegsinsassen im Gulag-System erfahren. Ich halte das für wichtig. Das war's von meiner Seite und ich bitte um Entschuldigung für die technischen Probleme während des Vortrages. Ja, herzlichen Dank, Frau Leontjeva, für diesen hervorragenden Vortrag und Sie müssen keine Sorgen haben, trotz der kleinen technischen Panne sind, denke ich, die Inhalte sehr gut überliefert worden, sind hier gut angekommen. Nochmal besten Dank dafür. Wir gehen gleich weiter zum dritten Vortrag zu den Kolleginnen und Kollegen Frau Landau und Herr Heißer. Auch Sie haben eine kleine PowerPoint, habe ich gehört, vorbereitet. Und zwar zu Ihrem neuen Buch, was, ja, vielleicht sagen Sie das selbst, erschienen ist oder demnächst erscheinen wird. Sowjetische Speziallager im Kontext. Sie haben das Wort, Frau Landau, Herr Heizer, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich muss kurz noch den Bildschirm freigeben. Kleinen Augenblick. So, ist das zu sehen? Also, wir stellen in der gebotenen Kürze ein noch nicht publiziertes Buch. Das Buch gibt es noch nicht. Wir sind noch in der letzten Redaktionsphase. Das heißt sowjetische Speziallager im Kontext. Und wir versuchen jetzt hier einfach schlaglichtartig kurz einfach mal in das Buch reinzugehen. Historikerinnen und Historikern wird es in der Ausbildung ja beigebracht, vergangene Sachverhalte in ihre jeweiligen historischen Kontexte zu setzen. Das, was wir hier gerade tun. Wir lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen bei der Beurteilung komplexer Vergangenheit. Und bei diesen Beurteilungen sollen wir uns nicht leiten lassen von Voreinnahmen oder möglichst wenig natürlich oder ganz klaren Vorurteilen, sondern von wissenschaftlichen Kriterien der Quellenkritik und so weiter. Und unser Sammelband zwischen Entnazifizierung und Besatzungspolitik, die sowjetischen Speziallager 1945 bis 50 im Kontext, der setzt sich zum Ziel, eben keine abschließende Deutung, das ist, sondern als Debattenbeitrag, also keine abschließende Deutung vorzugeben, sondern in einzelnen, oft sehr stark empirischen Studien neue Impulse zu vermitteln. Denn wir haben vor uns mal eines der Bücher gesehen, das hat Frau Kaminski hochgehalten. Es erscheint ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag ein voluminöses Werk zu den Speziallagern und zu so einem Diskurs, zu so einem wissenschaftlichen Austausch gehören ja eben Publikationen und da ist jetzt länger nicht so viel passiert und wir verstehen uns da gewissermaßen als ein
Beitrag, der vielleicht auch ein paar Impulse vermitteln kann. Also er vereint, also der Sammelband vereint durchaus verschiedene Perspektiven und kann einen Beitrag leisten, um auch die Wahrnehmung des Themas Speziallager zu erweitern und auch eben weitere Forschungen und Debatten anzuregen, was wir ja hier jetzt mit dieser Konferenz hoffentlich auch schon wieder tun. Die zugrunde liegenden Kontexte, die in den in die sowjetischen Speziallager einzuordnen ist, gibt auch die Gliederung des Sammelbands in drei Teile vor. Ich versuche jetzt schnell noch ich gebe jetzt das Inhaltsverzeichnis noch frei. Wo ist es? Hier. Plupp. So, der Aufbau des Bandes folgt der historischen Chronologie im weitesten Sinne. Zunächst befasst sich der erste Teil des Buches mit dem Kriegsende und der Internierungs- und Verurteilungspraxis in Ost und West. Und Just Dülfer beginnt mit einem Aufschlag, der macht überblicksartig die Situation nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa nochmal klar und deutlich. Alle vier Besatzungsmächte hatten ja ähnliche Probleme, das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen, und sahen sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Und eine davon war der Umgang mit dem ehemaligen Personal des nationalsozialistischen Staats- und Parteiapparates und vielen anderen Dingen. Und die zum Teil übereinstimmenden Ziele der Besatzungsmächte, aber auch die unterschiedliche Praxis bei der Durchführung von Internierungen, Festnahmen und so weiter, wird in verschiedenen Fallbeispielen des Bandes, glaube ich, ganz deutlich. Also es gibt einen Beitrag von Andrew Beattie, der ja nachher seine Thesen auch nochmal bei der Podiumsdiskussion vorstellen wird. Ich glaube, das wird sich mit dem Bandbeitrag hier überschneiden. Ein Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der alliierten Internierungspolitik nach 1945 gibt auch Andrea Genest mit einem Beitrag über die Besonderheiten der britischen Internierungspraxis. Es gibt einen Beitrag von Natalia Jeske, zu dem ich vielleicht einfach noch zwei Sätze mehr sagen will, weil sie selber nicht an der Konferenz hier teilnehmen konnte. Das ist ein sehr instruktiver Beitrag über das Speziallager, also über den Haftstandort Fünf Eichen, natürlich mit dem Schwerpunkt Speziallager hier. Und sie kommt zu einer zu interessanten Befunden bei der sehr dichten empirischen Untersuchung dieses Ortes. Das beruht auf einem Buch, für das sie auch ausgezeichnet worden ist, das nämlich die NS-Affiliation der Inhaftierten in der Anfangszeit 1945, 1946 ausgesprochen hoch ist und es fast keine Inhaftierungen von offensichtlich politischen Gegnern oder so gegeben hat, dass sich das dann ändert, dass sich aber, und das ist sozusagen ihr zweiter Punkt, diese sowjetische Praxis letztlich ein bisschen selbst ein Bein stellt und den Umgang mit dem Nationalsozialismus vor allem deshalb verhindert oder selbst sabotiert, indem viele Dinge nicht aufgeklärt werden, nicht ausermittelt werden und vor allem auch keine Öffentlichkeit herausgestellt wird. Julia Landaus Beitrag ist auch sehr interessant. Das sage ich jetzt als jemand, der aus Altenburg kommt. Ist für mich jetzt natürlich auch nochmal eine interessante Lektüre gewesen, als Lokalgeschichte meiner Herkunftsstadt. Und das ist alles sehr, sehr interessant und dicht empirisch, also auch mit vielen, vielen empirischen. Ich selbst trage mit einem Beitrag, da hat Andreas Weigelt schon darauf hingewiesen, über die Frage des Speziallagers Sachsenhausen im Kontext der interalliierten Verfolgung von NS und Kriegsverbrechern. Da geht es um eine größere, mehrere hundert Köpfe zählende Gruppe, die im 1946/47 von den Briten an die Sowjetunion ausgeliefert wurde, als mutmaßliche NS- und Kriegsverbrecher und dann eben nach der Auslieferung zunächst mal im Speziallager Sachsenhausen inhaftiert wird zeitweise und da zum Teil verurteilt wird, zum Teil entlassen wird, zum Teil in die Sowjetunion ohne Urteil, dort zum Teil es zerfällt ganz, ganz stark diese Gruppe, zum Teil dort verurteilt wird, zum Teil dort in Kriegsgefangenschaft geht, also sozusagen den Status wechselt und so weiter. Das ist noch nicht abschließend ermittelt. Auf jeden Fall sind da auch relativ viele Todesurteile gefallen. Dieses Material habe ich auch Andreas Weigel zur Verfügung gestellt für diesen Band, den er jetzt überarbeitet über die Todesurteile. Da werden also noch einige dazukommen. Er hat diesen Band
die Befunde dort auch nochmal zusammengefasst. Und Sioma Liederwald, der uns nachher noch begegnen wird, hat sich mit Inhaftierungen von Gestapo-Personal aus der Staatspolizeistelle Potsdam im Speziallager Sachsenhausen beschäftigt. Und ja, also das ist sozusagen der erste Teil. Den nächsten Teil stellt Julia vor. Vielen Dank in aller Kürze. Ja, es ist ja so, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung auch zu diesem Band freundlicherweise beigetragen haben. Einige konnten allerdings nicht anwesend sein, so zum Beispiel Galina Ivanova, die wissenschaftliche Leiterin des Gulag-Museums Moskau. Stellvertretend für sie wird Ilya Udovenko später sprechen, der dort in der wissenschaftlichen Abteilung arbeitet. In diesem zweiten Teil des Bandes geht es darum, Aspekte sowjetischer Lagerpolitik zu diskutieren. Galina Ivanova, darauf möchte ich hier kurz eingehen, weil es auch heute Morgen schon Thema war, ordnet das im Vergleich ja sehr kleine Speziallagersystem in das größere System der sowjetischen Lager nach Kriegsende ein und betont dabei besonders den Wandel dieses Systems im Jahr 1948. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Struktur des Gulag-Systems in der Sowjetunion von einer grundlegenden Neuorganisation geprägt. Also das zeigt sich vor allem auch, wie sie betont, in einem starken Anwachsen der Häftlingszahlen von 1945 auf 50, von 1,5 auf 2,5 Millionen. Und hier spielt vor allem auch der ökonomische Aspekt eine wichtige Rolle. Also zunehmend spielt das Gulag-System für die Sowjetunion in der Nachkriegszeit eine wichtige ökonomische Rolle. Die Verwaltungsabteilungen in der Hauptabteilung Lager, was man eben als mit dem Akronym Gulag bezeichnet, diese Verwaltungsabteilungen im Innenministerium waren im Grunde nach Branchen organisierte staatliche Wirtschaftsverwaltungen, die immer weiter aufgegliedert wurden. Es gab Verwaltungen für Wasserbau, für die Erschließung von seltenen Metallen und Erzen und so weiter. Und insbesondere in den Jahren 47, 48 stiegen die Häftlingszahlen auch nach der Abschaffung oder Aussetzung der Todesstrafe in der Sowjetunion an. Viele der Häftlinge waren auch zum wiederholten Mal verurteilt worden aufgrund von Bagatelldelikten. Und in ihrem Beitrag geht Galina Ivanova, das hatte Enrico Heitzer heute Morgen auch schon kurz angesprochen, auf die Situation 1948 ein und stellt eben hier fest oder stellt die These auf, dass die widersprüchliche Entwicklung des Lagersystems innerhalb des sowjetischen Lagersystems 1948 zurückzuführen ist auf Forderungen der Vereinten Nationen nach Abschaffung von Zwangsarbeit und des Einsetzens von Untersuchungskommissionen in der Sowjetunion. Auf diese Forderungen sozusagen einer internationalen Kontrolle habe die Sowjetunion einerseits mit Verschärfung des Haftsystems reagiert, aber auf der anderen Seite auch mit begrenzten Zugeständnissen. Und zu diesen Zugeständnissen rechnet sie auch die Entlassung eines Teils der Lagerhäftlinge aus den Speziallagern im Jahr 1948. Das ist sozusagen ihre These aus der Gesamtsicht auf das sowjetische Lagersystem heraus interpretiert oder aufgestellt. Und da wir diese Frage auch heute Morgen schon berücksichtigt haben oder angesprochen haben, auf die Widersprüche im sowjetischen Lagersystem geht auch Jörg Moret ein, der noch mal genauer die nur ansatzweise vollzogene Eingliederung des Speziallagersystems in das übergeordnete Gulag-System behandelt und kommt dabei eben zu dem Schluss, die Speziallager seien letztlich dem Gulag-System nicht eingeordnet worden. Und zwar deshalb, weil es sich um ein nach grundlegend
anderen Prinzipien funktionierendes System gehandelt habe, bei dem eben die Arbeitsfähigkeit der Häftlinge und vor allem die Planbarkeit dieser Arbeitskraft von sehr großer Bedeutung war. Diese Planbarkeit bemaß sich eben insbesondere auch nach der Länge der Strafen. Und von diesen Voraussetzungen ausgehend waren die Speziallagerhäftlinge im Grunde für das späte Gulag-System nicht einsetzbar. Sie waren zum großen Teil nicht verurteilt und ihre körperliche Konstitution, ihr Alter erlaubten keine Arbeitseinsätze unter schwierigsten Bedingungen in den Lagern der Sowjetunion. Ein kleiner Teil, insgesamt etwa 5000 der deutschen Häftlinge sind in die Lager der Sowjetunion gebracht worden und dort in den Kriegsgefangenenlagern, zum Teil in den Kriegsgefangenenstatus überführt worden. Das ist weitere Beiträge, auf die ich jetzt, glaube ich, im Einzelnen an dieser Stelle nicht eingehen kann. Und zu meinem eigenen zweiten Beitrag möchte ich nur kurz sagen, da habe ich versucht, krisenhaft zugespitzte Situation 1946-47 in den Speziallagern, das als die Todeszahlen in sehr kurzer Zeit nach oben schnellten und in Buchenwald jeder Vierte umkam, in einen größeren Zusammenhang zu stellen, und zwar einerseits in die Kontexte der Hungersnot 1946-47 in Europa und in die Zusammenhänge der Versorgungspolitik auch in den Speziallagern. Und diese äußeren Zusammenhänge sozusagen habe ich dann gegenübergestellt den Wahrnehmungen und Strategien der Häftlinge selbst im Umgang mit Hunger und Mangelernährung. Dann kommen wir noch zum letzten Teil des Bandes. Und zwar geht es hier um die Nachgeschichte der Speziallager und die Historisierung der politischen Debatten um die Speziallagergeschichte. Und dazu wollte Enrico noch kurz etwas sagen. Wenn man seinen Bildschirm teilt, ist die Anordnung der Icons anders. Deswegen war es jetzt schwierig, mich wieder den Ton zu schalten. Also ganz kurz, wir sind ja ein bisschen aus dem zeitlichen Rahmen für das Panel, dass wir noch diskutieren können. Ich will nur schlaglichtartig, man sieht, es sind einige interessante Beiträge. Kai Cornelius ist ein Juraprofessor und der hat einen bislang auch, glaube ich, eher unterbeleuchteten Aspekt mal systematisch durchgeschaut, nämlich die Wirkung der sowjetischen Inhaftierungs- und auch Isolierungspraxis in den Speziallagern, dass man dann halt nicht schreiben konnte und quasi verschwunden war, auf die bundesdeutsche Rechtsfindungsprozesse. Das hat wirklich konkrete Spuren im bundesrepublikanischen Recht hinterlassen. Dem geht er halt mal systematisch nach. Das ist ein sehr interessanter Aufsatz. Und Andrew Beattie ist auch schon erwähnt worden, der setzt sich hier mit den geschichtspolitischen und Deutungskontroversen um die Speziallager auseinander. Wolfram von Schelia mit einem ziemlich interessanten Aufsatz geht der Geschichte der Speziallager vor allem in der jüngeren Publizistik als Thema des Geschichtsrevisionismus, sowohl des von links, aber natürlich auch stark von der Rechten, auch von der politischen Rechten, also geht da auch auf Versuche der AfD ein, dieses Thema zu instrumentalisieren und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant. Und Norman Warnemünde, der Kollege ist, glaube ich, auch hier sogar in der Konferenz. Ich habe ihn vorhin jedenfalls gesehen. Der setzt sich mit der Diskussion um die Biografie und die Einordnung, und er nennt es ja Deutungskampf, also die Beziehung an Heinrich George, das ist ja auch einer der bekanntesten Häftlinge der sowjetischen Speziallager, denke ich, und eben die verschiedenen Deutungsangebote, die es da über die Zeit gegeben hat, die immer verknüpft waren eben auch mit der Frage der Deutung der sowjetischen Speziallager. Das führt er in einem Aufsatz lange aus. Okay, vielen Dank. Ja, wir haben zu danken, Frau Landau und Herr Heitzer, für
diese kurzen Darlegungen über das neue Buch. Wir sind ganz gespannt über die Inhalte und Sie haben uns da gewissermaßen angefüttert. Besten Dank für diesen kurzen Überblick. Wir haben jetzt mit Blick auf die Uhr ungefähr noch 25 Minuten Zeit zum Diskutieren. Sie können das im altbewährten Maße machen, mit Handheben oder in den Chat schreiben. Wir hoffen, dass wir alle Wortmeldungen erfassen können und auch dann abarbeiten können. Sie haben jetzt das Wort an die Referentinnen und Referenten. Bitte schön. So, jetzt gibt es von den Referenten selbst Fragen, wenn ich das richtig sehe. Andreas Weigel zuerst, dann Enrico Heitzer, bitte. Andreas, bitte dein Mikro scharf stellen. Immer noch nicht. Steuerung A. Mm-mm. Jetzt. Jetzt? Ja, ja, alles gut. Ja. Wir sind fremde Geister am Werke. Das sind zwei kleine Fragen an Frau Leontjeva. Die erste, die Inhaftierten des Speziallagers Jamlitz berichten für die frühe Zeit, also September, Oktober 1945, dass die Bewacher des Lagers ehemalige Vlasov-Soldaten gewesen sein sollen, die dann aber abtransportiert wurden. Die zweite Frage bezieht sich darauf, ob die zum Tode verurteilten Sowjetbürger, von denen sich sehr, sehr viele im Spezialgefängnis Frankfurt-Oder vor der Deportation befinden, laut den Listen, waren die vorher im Speziallager oder sind die direkt aus den SMT-Sitzungsorten in dieses Deportationsgefängnis nach Frankfurt gebracht worden? Verzeihung, ich habe den ersten Teil der Frage nicht verstanden. Meinen Sie, dass die Deutschen von den sowjetischen Soldaten, ja, die Vlasov-Soldaten, genau, das habe ich halt nicht rausgehört. Ja, ich habe diese Daten leider nicht. Dazu kann ich leider gar nichts sagen. Die Dokumente, mit denen ich gearbeitet habe, dass die Vlasov-Soldaten die Deutschen bewacht haben. Was die Todesurteile angeht, in allen Etappenlisten, die ich vor die Augen bekommen habe, da stand nirgendwo, dass die Sowjetbürger, die zur Erschießung verurteilt wurden, nach in die Sowjetunion massenhaft abtransportiert wurden. Es gab eine ganz große Gruppe 47, aber diejenigen, die zur Todesstrafe verurteilt wurden, das wäre auch ein interessantes Thema für die weitere Suche in Torgau. Wurden sie höchstwahrscheinlich nicht inhaftiert und ich kann jetzt die Anzahl nicht benennen, aber wenn sie zwischen 45 und 47 gesprochen wurden, also diese Todesurteile, so wurden sie möglicherweise oder höchstwahrscheinlich in Frankfurt oder platziert im Gefängnis. Also nach diesen Daten muss noch gesucht werden. Das kann ich noch nicht genau sagen. Danke. Dankeschön, Frau Leontjeva. Jetzt hatte sich Herr Heitzer gemeldet. Ist das eine Wortmeldung geblieben? Ja, das war eine. Ich will auch Frau Leontjeva was fragen. Okay. Und zwar habe ich ja, diese Folien waren leider etwas kurz eingeblendet. Ich habe zu diesen statistischen Auswertungen zwei Fragen. Und zwar die größte Gruppe, auf die sind Sie gar nicht eingegangen, die sind wegen Wainski Prestoplenia. Also sind das Militär- oder Kriegsverbrechen? Erstmal eine Verständnisfrage. Also was ist der Charakter? Es sind 40% dieser sowjetischen
in diesem Sample. Also ich vermute mal, dass es sich eher um militärische Verstöße handelt. Aber da würde mich interessieren, was hinter dieser Kategorie eigentlich konkret steckt. Denn da sind ja irgendwie 2800 Menschen und fast doppelt so viele wie mit dem konterrevolutionären Paragraphen. Und was mich auch interessieren würde, was sind diese Verbrechen gegen das Leben, die Gesundheit, die Freiheit und die Menschenwürde. Das sind ja auch einige hundert Leute. Diese ganzen Strafrechtsartikel kenne ich nicht so genau. Was verbirgt sich hinter diesen beiden Gruppen? Dankeschön für diese Frage. Das sind tatsächlich die Verbrechen, die von den Militärs, also von Soldaten, verübt wurden. Ich habe das nicht ausführlich geschildert und nicht detailliert widerspiegelt. In der Regel sind es meistens geringe Verbrechen. Das sind die Verstöße gegen den Militärstatut, gegen das Militärstatut, nicht die Nichterfüllung des Befehls oder also das sind also die dienstlichen Verstöße, die und da gibt es auch einen Teil, das die Deserteure betrifft. Und natürlich waren es die Militärs aus NKWD oder aus der sowjetischen Truppengruppe in Deutschland. Was die Kontrarevolutionsverbrechen dann betrifft, so ist es Hochverrat in erster Linie. Also da gibt es Sabotage, Spionage und Verbindungen zu den Ausländern, die antisowjetische Agitation, aber die meisten Verurteilten waren wegen von Hochverrat verurteilt. Mit höchsten Freiheitsentzügen bis 25 Jahren. Und meistens waren es tatsächlich die Freiheitsstrafen wegen Hochverrats seitens des Militärpersonals. Die anderen Verbrechen, wenn wir auf die Struktur des Strafgesetzbuches schauen, da sind es unterschiedliche Punkte. Und wenn man mit der Datenbank arbeitet, um die Daten hier rauszuholen, dann sind es Diebstahl, Mord und Totschlag, Vergewaltigung, also viele andere. Und es war unterschiedliche Arten von Diebstahl, insbesondere auch Diebstahl des sozialistischen Eigentums. Also das sind meistens die typischen Straftaten, aber die sind nicht so zahlreich. Meistens sind es die Militärverstöße oder auch die Verstöße im Rahmen des Hochverrats. Ja, danke schön, Frau Leontjeva. Auf meiner Liste stehen jetzt Frau Kaminski, Herr Parzo und Herr Bitti. Bitte, Frau Kaminski, Sie haben zuerst das Wort. Vielen Dank, ja, vielen Dank für die Vorträge und die Vorstellung des Inhaltsverzeichnisses des Buches. Ich bin da sehr gespannt drauf, das auch zu lesen. Ich habe eine Nachfrage, und zwar in dem Vortrag von Annette Weinke, aber auch bei Elke Scherst-Janoy, aber auch was Bernd Faulenbach und auch Alexander von Plato dargestellt haben, wurde ja unwidersprochen, und ich glaube, das ist ja auch aktueller Forschungsstand, konstatiert, dass es einen geringen Anteil von NS-spezifischen Tätergruppen in den Speziallagern gegeben hat, im Unterschied auch zu den NS-spezifischen Tätergruppen in den
westdeutschen Internierungslagern, der westlichen Alliierten. Ich habe aber ehrlich gesagt den Eindruck, dass es ein Ungleichgewicht bei der Beschäftigung gibt. Man hat den Eindruck, in der Forschung wird sich vor allem auf die Ausleuchtung des NS-Hintergrunds von Speziallagerhäftlingen konzentriert. Und meine Frage wäre, also zum einen entsteht da nicht auch ein schiefes Bild von den Insassen der Speziallager einerseits und andererseits tritt damit nicht eigentlich auch, und das ist ja auch ein wesentliches Wesensmerkmal der Speziallager, der stalinistische Verfolgungshintergrund für einen Großteil auch der Speziallager-Häftlinge in den Hintergrund und wird eben nicht mehr mit ausgeleuchtet. Ist das nicht eigentlich mittlerweile eine Leerstelle, dass dieser stalinistische Verfolgungshintergrund in der Forschung, vielleicht übersehe ich da auch was, eigentlich nicht mehr diese Rolle spielt? Die Frage geht an alle Referentinnen und Referenten, Frau Kaminski, sehe ich das richtig? Ja, okay, können sich alle angesprochen fühlen? Genau. Wer sich angesprochen fühlt, bitteschön. Also vielleicht kann ich ganz kurz was zu sagen. Das habe ich in dem Bad Freienwalde. Bin ich zu hören? Bin ich zu hören? Ja, du bist zu hören. Ja. Ich habe im Bad Freienwalde Buch noch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Also nach dem Eindruck aus einer Forscherperspektive machen diese Untersuchungen eher den Blick klarer. Also es war ein faschistischer Staat, der den stalinistischen Staat beseitigen wollte und der stalinistische Staat beschäftigt sich dann mit den Gründen, Ursachen, Ausläufern dieser Kriegshandlungen. Und es ist eher so, wenn man sich mit den Biografien beschäftigt, kommt man auf den Nationalsozialismus, der eben zuerst, da die Deutschen das noch nicht durften, von der stalinistischen Besatzungsmacht bearbeitet und ja, auf die Art, die wir kennen, behandelt wurden. Das kann man kaum anders sehen, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ich glaube, dass was anderes ist, dass der Vorwurf, dass es die stalinistische Aufarbeitung war, mit den vielen Toten, darüber ist klar, müssen wir jetzt nicht reden, das wissen wir, dass daraus dann für das Schicksal der ohne Urteil internierten kleinen NS-Funktionäre oder vor allem der Hitlerjugend, also so eine pauschale Entlastung entsteht. Das ist ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzt, vor allem in der Bildungsarbeit wird das oft gefragt. Aber ich finde, dass man diesen Widerspruch aushalten muss, dass der Stalinismus eben den ersten, eben stalinistischen Versuch gemacht hat, dieses nationalsozialistische Phänomen mit dem Krieg, mit dem Massenmord, mit der Massenbeteiligung an der Art von undemokratischen Verwaltung einer Gesellschaft beteiligt war. Also ich plädiere da eher für das Aushalten. Ob was ausgeblendet wird, muss man sich immer am Stoff angucken. Ich weiß, dass das nicht befriedigt, aber das ist meine Haltung dazu. Wenn es keine anderen Worte... Ich würde sonst noch was dazu sagen. Gut. Und ich will einfach kurz auf den Band nochmal eingehen, weil da, finde ich, gibt es diese Leerstelle nicht. Also nur nochmal zur Erinnerung, also Galina Ivanova, es gibt einen ganzen Abschnitt, wo sozusagen die Speziallager in diesem spätstalinistischen Kontext nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja ein anderer Stalinismus, der einen anderen Charakter hat als jener in den 30ern. Und das wird auch berücksichtigt, dass also Galina Ivanova oder auch Jörg Mori, aber auch zum Beispiel, wir haben einen Beitrag von Nikita Petrov über Ivan Serov. Ich meine, das ist ein stalinistischer Prototyp eines Funktionärs. Über den gibt es, glaube ich, meines Wissens noch keine gute deutsche Literatur im nennenswerten Umfang. Und also das wird sozusagen schon ganz klar, oder auch Kai Cornelius mit seinem rechtshistorischen Beitrag zeigt ja ziemlich deutlich, welche Spuren das bis heute eben in der Strafprozessordnung in der Strafprozessordnung und auch im Grundgesetz übrigens hinterlassen hat, diese Diskussion um diese Speziallager und diese wahrgenommene Willkür hat eben in der Bundesrepublik bis heute Nachwirkungen und Konsequenzen. Und das hat natürlich was mit dieser stalinistischen Handhabe des Ganzen zu tun. Also in dem Band, würde ich sagen, ist es keine Leerstelle.
Ich würde noch ganz kurz dazu, weil ich da mich auch jetzt angesprochen fühlte, was den Band anging, sagen, ich glaube, dass wir so eigentlich nicht weiterkommen, wenn man bei, also Forschungsstand ist natürlich irgendwie ein Wort, was eine gewisse Statik sozusagen mit beinhaltet, aber es ist ja doch was, was sich, was grundsätzlich davon lebt, sich ständig weiterzuentwickeln. Und es ist natürlich so, dass wir diese, das ist ja heute Morgen auch schon konstatiert worden, die Leerstelle des Wissens über die Häftlingsgesellschaft immer weiter ausfüllen können. Und diese sehr empirischen, sehr kleinteiligen Studien führen einfach sozusagen Schritt für Schritt zu einem immer genaueren Bild. Und ich würde jetzt den Vorrednern auch beipflichten. Also das, jetzt ist die, sind zum Teil auch die Quellenzugänge deutlich andere, als es noch in den 90er Jahren möglich war. Also gerade was personenbezogene Materialien auch aus dem NS-Staats- und Parteiapparat angeht. Also das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, hier zu neuen Erkenntnissen führen kann. Und das Zweite, was auch Andreas Weigelt schon gesagt hat, also das erleben wir in der Arbeit mit Angehörigen auch immer wieder, dass die Angehörigen auch durchaus eben interessiert sind, diese biografischen Kontexte auch genauer einordnen zu können. Und dieses Aushalten, von dem auch Andreas Weigelt sprach, also das erlebt man durchaus. Und ja, wie heute Morgen auch schon Bernd Faulenbach gut gesagt hat, also wenn man diese Komplexität nicht anerkennen oder nicht anerkennen möchte, dann ist man sozusagen, ist die Geschichte sowjetischer Speziallager eigentlich, braucht man sich damit nicht zu beschäftigen. Also die setzt sozusagen diese verschiedenen Perspektiven, setzt im Grunde die Geschichte sowjetischer Speziallager voraus, und das macht es ja auch gerade besonders interessant. Und ich glaube, das ist eben gerade diese besondere Herausforderung, dass man immer wieder die verschiedenen Perspektiven dann auch einnehmen muss. Und was den Vergleich, was Sie zunächst gesagt hatten, westalliierte Internierungslager, sowjetische Internierungslager, da werden wir später auch nochmal dazu kommen, auch im Unterschied auf die Häftlingsgesellschaft. Ich glaube, da gibt es auch inzwischen neuere Erkenntnisse. Mhm. Dankeschön, Frau Landau. Angesichts... Frau Reich, unmittelbar dazu, ansonsten ja, habe ich nämlich eine Liste, wo jetzt Herr Parzer sozusagen auf Nummer 1 stehen würde. Aber wenn Herr Parzer jetzt der Meinung ist, er könnte noch eine Minute warten oder 30 Sekunden warten, gerne, wenn das vielleicht dazu... Ja, okay. Dann bitteschön, Frau Reich. Ja, also ich finde das auch nicht, dass es den Blick verstellt, sondern dass wir einfach herausgefordert sind angesichts der Quellenunschärfe. Wenn ich alleine diese Lagerjournale sehe und die Verhaftungsgründe, die oft sehr unscharf sind, dass wir uns eben Stück für Stück unterschiedlichen Häftlingsgruppen zuwenden, in die Tiefe gehen, um dann sozusagen wirklich sagen zu können, tatsächlich, wie hoch ist der Anteil der tatsächlich NS-Belasteten unter den Internierten, unter denen, die unter stalinistischen Vorsätzen repressiert worden sind. Ich glaube, da kommen wir nicht umhin, da einfach auch Sorgfalt walten zu lassen. Und wir haben natürlich absolute Probleme, solange die Akten auch der operativen Abteilungen der Lager nicht zugänglich sind, um zu sehen, wer und wie tiefgründig tatsächlich auch untersucht worden ist, werden wir nicht an diesem Erbsenzählen vorbeikommen und uns einfach um diese verdienstvolle Arbeit, die ihr jetzt gemacht habt, liebe Julia Landau und Enrico, das werden wir tun müssen, auch in den nächsten Jahren. Dankeschön, Frau Reich. Jetzt aber Herr Parzer, bitte. Ja, hallo, vielen Dank. Ja, ich wollte mich auf eine Frage von Herrn Weigelt beziehen zu den Vlasov-Leuten, weil mir es ein Anliegen ist, dass man ein bisschen mehr zu den Wachleuten forscht. Also ich bin in Torgau über den Fall gestoßen, dass ein ehemaliger Ostarbeiter dann plötzlich unter den Wachleuten auftaucht, und habe mich gefragt, ist das jetzt ein Einzelfenomen oder wurde da rekrutiert vielleicht auch, wurden die aus irgendeinem Grund reingezwungen? Großes Fragezeichen. Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Leontjeva. Und zwar diese vielen Paragraphen, die Sie da zitiert haben, nach denen sowjetische Bürger verurteilt worden sind, Soldaten verurteilt worden sind. Was ist die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen in diesen Urteilen? Es waren ja oft Urteile von der Stange in sehr kurzen Verfahren. Das wäre eine Frage nach der Glaubwürdigkeit der Quellen oder nach der Zuverlässigkeit der Quellen.
Wissen Sie, hier würde ich als Forscherin diese Frage gar nicht stellen. Ich erkläre gleich, warum. Wir alle, die uns ja mit diesem stalinistischen Terrorsystem befassen, verstehen, wie heikel diese Frage ist, ob und inwieweit man diesen Urteilsschriften vertrauen kann und darf in diesem Unrechtssystem. Aber wenn ich mich damit befasse, stehe ich vor einer anderen Frage. Erstens muss man schon verstehen, was das alles für Menschen waren. Und andere Daten stehen uns gar nicht zur Verfügung. Wie können wir da ein Kollektivbild machen, wenn gar keine anderen Daten vorhanden sind? Dann nehmen wir eben das als Grundlage. Ja, wir verstehen natürlich, die Menschen, die verurteilt wurden, insbesondere diejenigen, die wegen Hochverrat verurteilt wurden, diejenigen, mit denen ich zu tun hatte, wurden zu einem großen Teil nachher rehabilitiert. Das ist schon ein Zeichen dessen, dass das keine gerechten Urteilssprüche waren. Aber die richtigen Straftaten, da liegen uns gar keine anderen Quellen vor, wo wir wirklich sagen können, dass diese Urteile gerecht waren oder nicht. Manche wurden rechtmäßig, andere wurden unrechtmäßig verurteilt. Aber es gab auch Mordfälle, es gab auch Fälle von Diebstahl. Genauso wie in jedem anderen Land, egal ob Krieg oder nicht. Aber wenn diese Menschen auch nach solchen Urteilen rehabilitiert werden, so landen sie in unserer Datenbank, in Russland auf jeden Fall später nicht. Ich meine die Datenbanken, die aus diesen Gedenkbüchern entstanden sind. Wir können nicht mehr nachvollziehen, nach welchem Urteil die Personen rehabilitiert wurden, ob antisowjetische Propaganda oder eine Straftat. Außerdem haben wir leider keinen Zugang zu den sogenannten Ermittlungsakten. Denn die Ermittlungsakten werden in ganz verschiedenen Archiven in ganz Russland aufbewahrt. Meistens geht es hier um die Archive des Innenministeriums. Das sind Ermittlungsakten und einige Personalakten. Sie sind über ganz Russland verstreut. Manche Akten finden Sie sogar in den Archiven der Geheimdienste. Und da gibt es gar keinen Zugang. Nicht nur einzelne Akten dürfen Sie einsehen. Das heißt, eine richtige Analyse ist nicht möglich. Zu den deutschen Lagerinsassen, so sind da zumindest einige Personalakten zugänglich, zumindest zum Teil. Denn manche Bestände werden kompakt im russischen Militärarchiv gelagert. Mit sowjetischen Lagerinsassen funktioniert das ganz und gar nicht. Das heißt, sie können das nur anhand von Einzelfällen beurteilen oder indirekt. Es gab einige Dutzende Einzelschicksale, die ich finden konnte in der Datenbank der Opfer des politischen Terrors. Ja, da kann man sehen, diese Personen wurden rehabilitiert. Was waren die Vorwürfe gewesen? Sie waren zum Beispiel bei der sowjetischen Militäradministration tätig oder sie waren Militärangehörige. Ihnen wurde vorgeworfen, in die westlichen Besatzungszonen zu fliehen oder zu desertieren. Ihnen wurden Kontakte zu Ausländern vorgeworfen oder einfach mal Hochverrat oder Ausplaudern von Staatsgeheimnissen oder anderweitige Kontakte mit Ausländern. Das war damals strafbar, insbesondere diejenigen, die in Berlin tätig waren oder sonst noch wo. Ja, sie wurden später alle rehabilitiert. Das bedeutet, diese Urteile waren nicht rechtmäßig. Zu anderen Einzelschicksalen habe ich so eine klare Antwort nicht. Das ist eine sehr komplizierte Frage. Leider liegen uns keine Quellen vor. Vielleicht sind sie da, aber die sind für die Forschung nicht zugänglich. Danke, Frau Leontjeva. Jetzt haben wir es genau Punkt 15 Uhr. Ich habe jetzt noch 5 Kolleginnen und Kollegen auf meiner Redeliste stehen. Die möchte ich jetzt nicht abbrechen. Ich schlage vor, dass wir um einige Minuten überziehen, vielleicht 5 bis 7 Minuten. Ich bitte aber um kurze Fragen und kurze Antworten. Und Sie, Herr Bitti, sind der Nächste. Bitte schön. Danke, Herr Schmeister. Eine Frage an Herr Weigelt zu den jugendlichen Internierten, die Sie erwähnt haben. Habe ich Sie richtig verstanden, dass viele oder fast alle oder die meisten jugendlichen Internierten, die man allgemein als unter Werwolf-Verdacht verhaftet bezeichnet, tatsächlich bei einem Wehrertüchtigungslager Erfahrungen gemacht haben und deswegen interniert wurden? Oder gibt es auch Fälle von Jugendlichen, die tatsächlich nach der Besetzung etwas unternommen haben oder
in Verdacht davon standen und deswegen interniert waren? War es nur die Erfahrung, die Ausbildung oder auch eine vermutete oder richtige Tat nach der Besetzung, die zur Internierung geführt hat? Also wie immer ist es eine Mischantwort. Also ja, also bei Bad Freienwalde und für Liebe Rose kann ich meine Hand ins Feuer legen. Die Jugendlichen überwiegend in Bad Freienwalde und in Liebe Rose waren in Wehrtüchtigungslagern. Hier am Schwielochsee gab es eins, bei Potsdam in Glindow, dort sind die Bad Freienwalder hingeschickt worden. Ob dort versucht wurde, aus ihnen kleine Wehrwölfe zu machen, wissen wir nicht. Das hat auch die sowjetische Besatzungsmacht Detail nicht interessiert. Sie haben geschrieben, Wehrwolfschule sucht, Wehrwolfschule beendet. Mehr darüber könnten wir nur in den Vernehmungsprotokollen lesen. Die meisten, ich hatte ja gesagt, auch Kurt Nowak ist schon gestorben. Er war auch in so einem Lager als Fähnleinführer, glaube ich, oder als Jungenschaftsführer. Dieser Verdacht hat, würde ich ziemlich pauschal sagen, ausgereicht, weil man das als Sicherheitsmaßnahme begriffen hat. Überhaupt nicht als individuelle Schuld. Großes Fragezeichen, die Jugendlichen wurden oft verprügelt. Also es gab Gewalt gegen Jugendliche stärker als gegen Erwachsene. Und das hat damit zu tun, dass die Jugendlichen in der Regel vom Werwolf nichts gehört haben, aber danach gefragt wurden, es verneint haben und dann Prügel eingefangen haben. Und das, was Frau Noke mir gerade schreibt, ist richtig. Nicht alle, die im Wehrtüchtigungslager waren, sind inhaftiert worden. Meine Mutter, Jahrgang 32, hat immer gesagt, alle Jugendlichen sind verhaftet worden. Das stimmt nicht. Es gab eine Auswahl. Nach welchen Prinzipien können wir nicht sagen. In Liebe Rose war es der Führer der HJ-Schaft, der ist zuerst verhaftet worden, der hat alle Namen preisgegeben. Irgendwie musste man ja an die Namen kommen und dann haben die Massenverhaftungen eingesetzt. Aber wir wissen auch, dass aus den Gefängnissen ein Teil der Jugendlichen wieder entlassen wurde. Auch da großes Fragezeichen, wie sind die Entscheidungen gefällt worden, können wir so nicht beantworten, ohne eine größere Anzahl zum Beispiel von Vernehmungsakten zu haben, die wir nicht haben. Danke, Andreas. Herr Liederwald, bitteschön. Okay. Meins ist nochmal eine Erwiderung auf oder eine Antwort auf die Frage von Anna Kaminski, weil mein Aufsatz in dem Sammelband, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wo mit ein Problem liegt. Der basiert auf einer Bachelorarbeit, die ursprünglich sich beschäftigte mit vermeintlichen Werwölfen aus Potsdam und mit den Gestapo-Angehörigen. Aber das Quellenmaterial zu den vermeintlichen Werwölfen trägt einfach nicht für eine ordentliche wissenschaftliche Publikation, während der Teil zur Gestapo trägt, weil da eben auf deutscher Seite die Akten zugänglich sind. Weshalb der andere Teil dann sozusagen jetzt auch in dem Aufsatz schlicht nicht mehr weiter fortgeführt wurde, weiter ausgearbeitet wurde. Danke für den Kommentar. Frau Haustein, bitteschön. So, vielen Dank. Ja, hört man mich gut? Gut. Leise. Ist immer ein bisschen leise, ne? Tut mir leid, ich brauche mal näher ran. Ich wollte direkt auf Andreas Weigelt und auch auf Frau Kaminski eingehen und netterweise hatte Herr Parzer dann eigentlich die Frage gestellt, die ich auch stellen wollte, inwiefern halt das, was man dann über die Verhaftungsgründe weiß und ob man das überhaupt irgendwo noch anderweitig nachprüfen kann. Ich wollte mal zu bedenken geben, vielleicht auch einfach für nächste Diskussionen, ob das, was Andreas Weigelt als wissenschaftliche Aufarbeitung, ich sage das als Wissenschaftler, und man muss dann die Dinge auch aushalten, tatsächlich jetzt so in den Gegensatz gehört zu dem, was die Anna Kaminski gefragt hat. Denn ich sage mal so das Stichwort Hochverrat, also die Haftgründe insgesamt, ja, Vergewaltigung, Mord. Es ist ja tatsächlich doch trotzdem immer wieder im Kontext des Stalinismus eben dann als verbrecherischen System, da auf diesen Nenner kann man sich ja einigen, doch immer wieder zu verstehen. Also ich sage mal, das ist für die Wissenschaft vielleicht dann klar, wenn man das so sagt, spätestens bei der historisch-politischen Bildung wird es dann ja wirklich wichtig, das immer wieder kritisch zu kontextualisieren. Ja, also insofern würde ich das gar nicht so trennen und gerade bei Begrifflichkeiten ist ja die Wissenschaft auch gerade gefragt und Einordnung. Insofern hatte ich danach dann halt auch die Frage von Herrn Parzer gestellt nach der Quellenkritik. Das habe ich verstanden, dass man da ja tatsächlich
wenig vorzulegen hat. Und von mir aus waren es dann ja teilweise tatsächlich Vergewaltiger oder so. Aber es ist ja in jedem Unrechtsregime so, dass man da eben nicht nur auf eine Quellenlage sich verlassen kann. So viel vielleicht dazu. Danke, Frau Haustein. Ich habe das jetzt mehr nicht als Frage verstanden, sondern eher als Statement. Genau, wunderbar. Danke. Frau Schastjanoj ist jetzt an der Reihe. Bitte schön. Ist nicht zu hören. Jetzt bin ich da. Ja. Ich möchte ganz kurz auf zwei Fragen eingehen. Ich bin, ich kann da eigene Forschungsergebnisse wahrscheinlich einbringen. Ich beschäftige mich mit Kommandanturen im System der Besatzungsinstitutionen und kann sagen, dass Ostarbeiter im Wachpersonal, die Frage stand ja hier, überhaupt nichts Ungewöhnliches sind, denn Ostarbeiter sind, nachdem sie befreit worden sind, grundsätzlich, wenn sie männlich waren und im Wehrdienstalter, rekrutiert worden in die Truppen und möglicherweise dann eben auch, je nachdem, wo sie aufgegriffen worden sind, von NKWD-Truppen und sind auf diese Weise als reguläre Wehrdienstleistende möglicherweise in ein solches Wachpersonal eines Lagers gekommen. Das andere, die Frage, die Enrico aufgestellt hat, was ist denn mit dieser großen Gruppe von Verurteilten mit einem sowjetischen Hintergrund, also Staatsbürger der UdSSR? Hier ist die Vokabel gefallen, Wojnski Prestuplenia, das heißt also Vergehen im Wehrdienstzusammenhang, im militärischen Zusammenhang. Da könnte ich vielleicht auch was dazu sagen, denn mir kamen auch viele solche Fälle unter. Aber es ist so zu verstehen, wenn ein Militärangehöriger, ein Rotarmist, tatsächlich vor ein Militärtribunal kommt und ihm wird nicht Verrat vorgeworfen. Verrat ist nochmal eine andere Kategorie, sondern ja, Alltagskriminalität, dann ist das schon tatsächlich auch ein schwerwiegender krimineller Vorgang, der da in Rede steht. Da hat er nicht einfach nur mal um 2 Stunden oder auch 2 Tage seinen Dienst verbummelt oder sich mit irgendwelchen Äußerungen daneben benommen. Dann sind das tatsächlich kriminelle Vergehen, denn für das andere, für die kleineren Sachen, ist armeeintern genügend Spielraum, Strafen zu verhängen. Also das sind dann in der Regel auch wirklich Gewaltvergehen gewesen gegen deutsche Zivilisten, aber auch im Dienst gegen unterstellte Angehörige. Das ist dann auch nicht irgendwo mal ein bisschen was Kleines mitgenommen, sondern ein großer Raubzug gewesen. Viele Fälle sind Fälle gewesen mit Todesstrafe. Wenn ein Sowjetbürger infolge oder auch ein Deutscher zu Tode kommt und nachgewiesenermaßen ist ein Militärangehöriger darin verwickelt, dann wird er vor ein Militärtribunal gebracht. Alles andere, die kleineren Vergehen, die werden sozusagen militärintern disziplinarisch verfolgt. Danke. Dankeschön, Frau Schastjanoj, für diese wichtige Ergänzung. Die letzte Wortmeldung würde ich jetzt gerne aufrufen wollen. Frau Loge, Sie haben das Wort. Bitte schön. Danke. Ich wollte noch mal zurückgehen auf die Frage NS-Belastung und Überprüfung, wie man das überhaupt machen kann. Vorhin ist der Satz gefallen, wir haben ja nur die Akten und können nur nach Aktenlage einordnen. Und da stellt sich für mich dann doch auch die Frage nach der Quellenkritik. Also wir wissen alle, dass der Artikel 58 eben auch ein Artikel war, um Leute systematisch auszuschalten, sage ich jetzt mal. Also ein stalinistischer Artikel, der eben für die Machtdurchsetzung auch notwendig war und angewandt wurde. Also mir reicht es ehrlich gesagt nicht zu sagen, wir können halt nur die Akten nehmen und wenn da drin steht, dass da irgendwie antisowjetische Hetze oder weiß ich, was es noch war, Spionage, Sabotage, das Delikt ist, dann ist es so als gegeben hinzunehmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, bei den Internierten haben wir ja nicht mal Akten in vielen Fällen.
Und wenn Sie jetzt mal die Perspektive als Forscher wechseln und sich die Betroffenen anschauen, und ich glaube, das ist der Konflikt, der zumindest auch für mich als Aufarbeitungsbeauftragte immer wieder deutlich wird. Für die Betroffenen ist natürlich die Zuschreibung, wer in der NSDAP war oder wer als HJler in so einem Wehrertüchtigungslager war, ist automatisch NS-belastet. Eine Zuschreibung, gegen die man sich dann wehrt, weil das nicht differenziert angeschaut wird. Was bedeutet das denn? Und deswegen, also ich finde den Ansatz von Andreas Weigelt in der Bildungsarbeit, das zu thematisieren und auszuhalten, richtig und würde da auch immer mitgehen. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich überlegen, ob wir jetzt nur über unsere Forschungsfragestellungen diskutieren und das dann in den Raum stellen. Und also diese Vergleiche zum Beispiel zwischen Internierungspraxis in den westlichen Besatzungszonen und in der sowjetischen Besatzungszone, die finde ich schon zwingend auch zu stellen und dann auch daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Also es geht ja schon auch um gedenkpolitische Fragen und es geht letztlich um Menschen. Und die verfolgt wurden, die jahrelang in diesen Speziallagern gesessen haben unter ziemlich fürchterlichen Bedingungen. Und das wünschte ich mir, dass es bei allen Forschungsfragen auch ein wenig mit im Blick bleibt. Dankeschön, Frau Noge, für dieses Statement. Ich frage jetzt noch mal die Referentinnen und Referenten. Möchte jemand darauf noch mal antworten? Das ist keine rhetorisch gemeinte Frage jetzt von mir. Andreas Weigelt oder Herr Heitzer, Frau Landau, dann bitte. Die ein, zwei Minuten haben wir ganz bestimmt noch. Wer fühlt sich berufen? Wenn das nicht der Fall sein sollte, ich warte immer noch mal einige Sekunden ganz rhetorisch, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann würde ich an dem Punkt mit leichter Verzögerung und Verspätung das zweite Panel schließen wollen. Ich bedanke mich als Moderator ganz herzlich für die Referentinnen und Referenten, die hier vorgetragen haben, und ich bedanke mich vor allen Dingen auch für die sehr lebhafte Diskussion bei den Diskutantinnen und Diskutanten, die diese Diskussion mit bestritten haben, auch für die interessanten Einblicke aus unterschiedlichen Perspektiven, die nochmal bis zuletzt, bis Frau Noke nochmal deutlich geworden sind. Und ich darf Sie darauf hinweisen, dass das dritte Panel, der Blick von außen mit der vergleichenden Perspektive, in einer Viertelstunde, also um genau zu sein, in 16 Minuten starten wird. Die Pause fällt also naturgemäß etwas kleiner aus. 15.30 Uhr wird an meiner Stelle die Kollegin Ines Reich übernehmen. Und wie gesagt, mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als mich bei Ihnen allen zu bedanken, vor allen Dingen bei Frau Landau und bei Herrn Heitzer, für diese bisher doch, wie ich finde, sehr gelungene Diskussion und Tagung. Dankeschön, bis später. Dann geht zurück an Sie. Vielen Dank für die gute Moderation.